Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ja, ich habe die Schaltung noch mal ein bisschen verändert hier und ausprobiert, getestet. Ich habe mir jetzt mal einen konstanten Kombinator gemacht, um jetzt hier ohne irgendwie Einflussnahme des anderen hier zu testen zu können. Ich habe jetzt auch das Signal auf B gelegt. Mit dem A habe ich mir gedacht, naja, das könnte vielleicht ein bisschen Probleme geben. So, gut. Mein Fehler war, dass ich die Dinger hier irgendwie noch, dass ich da irgendwo noch ein Kabel dran hatte, wo ich nicht gesehen habe und dass die ganze Sache nicht funktioniert hat und hier diese zwei vergleichenden Kombinatoren brauche ich einfach nochmal, um jetzt hier unterschiedlich Farbsignale auszugeben, weil ich hier dann auch eine Lampe hinmachen möchte. So, jetzt ist es folgendermaßen, er achtet auf das Signal grün, wenn das 1 ist, dann schaltet er sich zu. Das würde bedeuten, wenn praktisch hier, wenn wir hier abfragen, wenn unser Akkuladestand unter 10% fällt, ja zum Beispiel nachts, wenn dann keine Solarzelle mehr an ist oder so, dann wird unser Atomkraftwerk hier dazugeschalten. Also hier die Dampfturbinen gehen dann wieder hoch. So. Dann läuft es so lang, zum Beispiel hier. Bis zum Beispiel hier der Wert 100 erreicht ist, dann schaltet sich das System wieder aus. Wir könnten aber allerdings auch was Niedriges nehmen. Sagen wir, ja. Wenn, sagen wir mal so, wenn bei 75% Ladung sozusagen, dann sollte es hier wieder ausgeschaltet werden. So. Und das ist jetzt halt so, diese Schaltung hier. Die schaltet jetzt nicht ständig aus und an hier, wie wir es jetzt bisher hatten, wie ich das Problem bisher hatte. Sondern die bleibt immer auf dem letzten Zustand, auch wenn das eine Signal wieder abfällt. Also wenn jetzt hier zum Beispiel das Signal hier auf 50% fällt, dann bleibt er trotzdem aus jetzt momentan, weil ja, mir noch nicht unter die 10% gefallen sind. Also der tut nicht laufend hin und her wackeln. So, jetzt gehen wir weiter. Wir machen mal Folgendes. Ich das Fenster mal hier rüber. Ich kann es jetzt nur allerdings nicht so gut zeigen hier. Aber wir achten mal auf den Schalter hier. Jetzt einen Schieber langsam runternehme. 20. So, 10. Aber wir haben ja kleiner als 10. So, jetzt kommt dann 5 oder sowas. 9. Ja, seht ihr? Dann wird der Energieschalter eingeschalten hier, der Stromschalter. Ja, und ab dann sozusagen heißt es, die Dampfturbinen dürfen wieder laufen, die dürfen laden. Ja, und jetzt ist es so, jetzt steigt praktisch dann der Ladezustand an hier, 20%, 60%. Es ist immer noch an der Schalter. So, 70% und 75 ist unsere Grenze. So, 80. Moment. Hallo? Funktioniert doch nicht. Na. Immer noch grün. Doch, ja. Hallo? Gleich 75%. Ja, das kann der Fehler sein. Das könnte der Fehler sein. Mache ich mal hier 100. Ja, das ist es. Ja, ich weiß es. Ich darf hier kein Gleichheitszeichen halt machen. Ist gleich oder größer als muss ich machen. Das ist der Fehler. So. Genau, jetzt fällt der Schalter wieder ab. So. Das demonstrieren wir jetzt nochmals. Also jetzt sind wir vollgeladen. Unser Akkustand fällt wieder ab hier. Kannst du mal verschwinden hier. So, wir sind jetzt unter 75, auf jeden Fall mit 50 ab 10. So, jetzt sind wir bei 9. Zack, Schalter schließt sich, aufgeladen wird. Jetzt steigt die ganze Sache wieder. Ja, das war ein bisschen schnell. Moment, ich mach's nochmal. So, jetzt sind wir bei 50 Ladeprozent, dann 70. So, jetzt kommt dann 75 und dann müsste der Schalter aufgehen bei 80. So, hier. Da wird nicht mehr weitergeladen. Jetzt haben wir die Schaltung. Jetzt passt es ja. So, jetzt können wir das hier auch wieder entfernen. Jetzt weiß die Schaltung allerdings nicht, was es soll. Ne, jetzt fällt sie wieder auf den anderen Stand zurück hier.
So, jetzt machen wir da Folgendes. Wir brauchen ein grünes Kabel. Jetzt hängen wir das Ganze hier an das System hier ran wieder. Moment mal, falsch. Nicht der Eingang. Hier. Da muss es hin. So. Unser B ist auf 100%, deswegen ist der Switch hier offen. So, so wollte ich das haben, die Schaltung. Also das schafft man nur mit einer bistabilen Kippschaltung hier. Wer sich in Elektrotechnik ein bisschen auskennt, kennt den Begriff oder SR-Latch, wie man so auch so sagt hier. So, jetzt können wir auch noch Folgendes machen. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Visualisierung haben, ne? So. Wo sieht man das am schönsten? Das ist so eine Sache hier. Ja, hier ist jetzt halt gerade dieser Dinger hier. Ja, komm, machen wir es eben so. Warte mal, wir können das doch so machen, dass wir es extrem groß haben, die Anzeige sozusagen. So, ja, machen wir mal drei Lampen hin. Wir übertreiben jetzt gerade mal ein bisschen. Was haben wir für eine Kabelfarbe? Grün haben wir gewählt. Moment, in dem Fall. Kann das ein Problem geben? Ja, jetzt ist mir hier nämlich rot nehmen. Weil es könnte sich zu einer Signalüberschneidung hier führen. Weil wir da nicht schon grün ist, haben, dass sie sich verbinden im Switch hier. Man muss halt immer gucken, dass sich die Sache entkoppelt. Das gefällt mir so nicht so. Ist schöner. So. Und den hier. Dahin und den Eingang. So. Jetzt machen wir das hier. Farben nutzen. Farben nutzen, Farben nutzen, Farben nutzen. Ich könnte es jetzt übertragen, natürlich, ja. So. Bedienung, ja. Bedingung meine ich natürlich. Kleine mit 0 geht eh nicht. Also ist gleich. Nee, Quatsch. Größer wie 0. So, wenn. Was haben wir da gewählt? Rot, ne? Ja, das ist rot. Wenn rot. So. Jetzt kopiere ich den Rest hier einfach. Und in dem Fall müssen wir jetzt grün. Grün größer hier. 0. Dasselbe. Ne. Ah, jetzt habe ich es überschrieben. Grün. So, passt es jetzt, wenn grün größer, genau. So, ja. So, Akkuladung ist immer noch auf 100%. Im Moment ist es praktisch rot. Das heißt, unser Kraftwerk müsste eigentlich aus sein. Aber ich habe hier unten eine Verbindung gemacht, kurzfristig, wo ich probiert habe, damit hier trotzdem Strom da ist. Wo habe ich die hingemacht, die Verknüpfung? Ah, hier, genau. So, da brauchen wir Kupferkabel. Und zack. Ja, manche Sachen sollte man halt vorher testen, ne? Und den Raketentreibstoff brauche ich gerade nicht, könnt ihr wieder abführen. Den Konstantenkombinator brauche ich jetzt gerade auch nicht. Den könnt ihr auch wegtun. So. Ja, und jetzt machen die keine Leistung mehr, drehen sich zwar noch, aber ja. Gut, ich weiß jetzt in dem Fall nicht, wie das hier mit der Dampferzeugung ist, ob hier dann auch einfach die nichts mehr verbrauchen oder so. Auch dort, ob das gar nichts nützt hier, dass wir hier nichts mehr abziehen. Weil dann wäre die Sache hirnlos. Dann wird sich eigentlich bloß das nützen für Kohlekraftwerke. Aber jetzt müsste eigentlich unser Akkuladestand abfallen, ja. 83, jawohl, der fällt ab. Jetzt müsste auch bald Nacht sein, oder? Warte mal. Ich habe jetzt gerade keine Solarzelle im Blick hier. Immer wenn man es braucht, hat man es nicht, ne? Ne, die haben noch volle Leistung momentan. Aber sozusagen die Solarzellen haben praktisch hier nicht genug Ladung, dass die ja die Fabrik komplett allein versorgen können. Also es geht ja nur mit Akkustrom, der am Tag sozusagen dann hier gewonnen worden ist durch die Zellen. Und ich hoffe, dass ich dadurch, ja, also ich würde halt denken, also ich hoffe mal, dass ich da dann
keinen Treibstoff mehr für einen Kernreaktorverbrauch. Aber der läuft trotzdem hier runter. Beziehungsweise, wir müssen die Schaltung anders konzipieren, dass wir nicht einfach hier die Energie abknippen, sondern dass wir hierher gehen und einfach hier sagen, ja, dann kriegt ihr keinen Brennstoff mehr. Dass wir sagen, ja, der Greifer darf immer bloß einen reinladen. Aber das bringt auch nichts, weil der ja ewig lang verbrennt hier. Ja, also für Kohlekraftwerke wäre es wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber ich wollte euch nochmal zeigen, dass es möglich ist. Und das Kernkraftwerk hier verbraucht trotzdem hier Uran sozusagen, unabhängig vom Dampfverbrauch hier. Das ist beim Kohle jetzt Ding hier nicht so, bei diesen Kohleerzeugern da, Dampferzeugern. Die hören ja dann auf, wenn kein Dampf mehr verbraucht wird. Das heißt, wir mal gucken, 45%. Ich will jetzt mal so lange warten, bis die Akkuladung zu weit runterfällt. Jetzt wird es ja Nacht, jetzt ist es schon dunkel. Die Solarzellen werden jetzt immer schwächer hier. Ja, die hören jetzt bald auf zu produzieren. Halt, das war die falsche Taste. Ich muss wieder reinscrollen. 30%. Auf jeden Fall kann ich jetzt so sagen, ja, der soll nicht immer voll Power hier, Dampf verbrauchen und sonstiges hier. Er soll einfach hier erstmal die Akkus leer machen und dann wieder voll machen, wenn bei Bedarf, wenn es zu wenig ist hier. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Zack, bums, grün. Und schon läuft die Sache wieder. Hier maximal Leistung. Ja, jetzt laufen die natürlich auf Volllast. Aber hier seht ihr, die Akkumulatoren laden sich wieder auf. 14%. Wir können ja mal kurz im Stromnetz gucken. Ja. Wir sind noch ganz knapp drunter. Also es reicht, um die Akkus jetzt sozusagen nachts zu laden noch sogar. Und normalerweise müssten die sich dann wieder reduzieren, sobald praktisch die Solarzellen wieder anfangen zu arbeiten hier. Müsste jetzt hier die Dampfturbinen sich zurückschrauben. Rein von der Sache hier. Wollen wir mal schauen, ob das funktioniert, weil. Ja, gut, bis jetzt noch nicht. Ist noch nicht genug Ladung da. Die Leistung ist rund auf Maximum. Ja, gut, weil noch hier geladen wird. Ah, die Solarzellen unterstützen aber jetzt schon die Energieproduktion. Ja gut, und wenn dann natürlich die Akkus voll werden, dann reduziert sich die ganze Sache sowieso. In dem Fall könnte man auch schon früher abschalten. Ja, die sind jetzt auf voller Leistung. Ja, volle Leistung sind wir. Aber der Balken hier ist nicht. Nee, das kann nicht sein. So, wie schaut es denn aus? Wie ist denn unsere Akkuladung? Ah ja, gut, 70% schon. Okay. So, jetzt seht ihr, abschalten hier. Akkus sind zu 75% geladen. Jetzt entladen sie sich natürlich wieder, weil die 1,8 K hier Solarpanels nicht ausreichen, um jetzt hier die Akkus weiterzuladen. Gut, deswegen haben wir die Unterstützung von denen hier, aber
Ja, jetzt werden halt die Akkus nie voll wieder, aber ja. So mal die Stromschaltung, das lassen wir jetzt einfach mal so bleiben. Mal gucken, ich weiß halt nicht, man sieht, es wäre lustig, wenn es hier eine Uhrzeit eingeblendet werden würde. Das ist halt praktisch schon eine Spieltageszeit hier. Das hat man leider auch nicht. So, und das mache ich da so einen alternativen Modus an hier. Ich habe das lieber gerne immer so, dass ich sehe, wo was produziert wird und wo was drin ist. Ich habe gerne den Überblick sozusagen. So, ja, gut, dann können wir in dem Fall auch erstmal sagen, welchen war es jetzt hier? Der hier. Sagen wir mal, meinetwegen 95%. So, jetzt funktioniert es natürlich nicht. Er bleibt noch in dem Zustand, weil er noch nicht unter 10 gefallen ist. Der Schaltzustand wird praktisch jetzt ständig geändert, wenn hier was Neues passiert. Und das ist auch gut so. Weil sonst haben wir dieselbe Situation wie wieder, wie vorher. So, und jetzt, Sattler. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg, unten mal hier andere Schmelzen zu bauen. Also, wir gucken mal. Allerdings ist halt jetzt hier schwierig, hier noch was zu integrieren. Da haben wir mal noch irgendwann Quatsch, Schaltkreise. Kabel haben wir hier eingespeist. Kabel, warte mal, Kabel. Wofür braucht man eigentlich alles Kabel? Das ist jetzt die andere Sache. Die Kabel werden nur gebraucht bei. Ah, nee. Die Kabel werden auch hier gebraucht. Okay. So, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich war mal wieder mit verschränkten Füßen hier sitzen. Jetzt bitzelt gleich mit meinem Fuß, weil er wieder aufwacht. So. Wie viel braucht denn der hier? 30 Kupferkabel pro Forschungsflasche. Aber das dauert auch ewig lang hier. Moment mal, das können wir doch ein bisschen beschleunigen, oder? So, wobei, beschleunigen bringt nicht viel, weil ja die Prozessoren hier fehlen. Prozessoren braucht da 3 immer pro Forschungsflasche. Ja, ich habe nicht überlegt, ob man das nicht vielleicht mit Robotern liefern können, dass man sagen, wir knallen da immer die Kupferkiste voll, Kupferkabelkiste. Oder wir müssten. Ich kann ja da schlecht 15 Kabelfabriken hier ranschließen, damit hier genug Kabel da sind. Das geht ja gar nicht. Das muss schon über Fließband, aber wie gesagt, das dauert. Wie lange dauert? Dauert so ein Prozess? 14 Sekunden. Ja, okay. Weil das wird nämlich auch rausfliegen, dass die Forschung dann hier einen Knacks kriegt. Also die roten Schaltkreise brauchen auch die Kabel. Ja. Aber das Problem ist, also was auch nicht so richtig funktioniert, die Kabelproduktion. So viel Kabel können wir gar nicht rausschmeißen, also könnten wir schon. Aber das Band läuft schon nicht schnell genug. Und wenn, dann müssten wir hier Doppelbänder machen. Aber es gibt dann wieder das nächste Problem, dass dann kein Eisen mehr reinkommt und ja. Ich muss mir mal überlegen, dass ich die Sache hier effizienter aufziehe. Also vorläufig würde ich sagen, der ganze Park hier, wie er jetzt hier rumsteht, kommt jetzt erstmal weg. So, weg mit dir. Platz für was Neues. Ups, da habe ich, glaube ich, den Strom gerade gekappt. Ja, da habe ich jetzt total den Strom gekappt hier. Ja, ihr kriegt gleich neuen Strom. Erstmal mache ich hier das alte weg. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn hier? Da haben wir große Strommasten. Ja, toll, das ist aber gerade wieder blöd. Die kommen nämlich hier so quer rüber und das gefällt mir so nicht. So, habe ich hier oben irgendwo ein. Nee, habe ich auch nicht, ne? Nö. Kann ich von woanders Strom bei. Ah, da haben wir eine Stromtrasse.
wie man so schön sagt, also nicht Stromstraße, sondern Trasse. Ich habe mich auch immer gewundert, warum die das so nennen. Ja, das Kabel reicht natürlich genau wieder so, wie das Netz reichen soll, ne? So, dann machen wir es einfach mal eins, wenn so. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Strom. So. Die hier unten haben auch wieder Strom. Jawohl, okay. Kann man zufrieden sein. So, hier haben wir ja noch eigentlich genug Erz auf dem Band. Oder? Ja, weil ich immer noch am Überlegen bin, ob ich da unten noch so eine Schmelze anschließe, so einen Block hier. Schwierig. Also, es wird nicht einfacher hier, die ganze Sache. Weil hier kann ich dann hergehen. Ja, gut, aber. Ja. Aber hier mache ich dasselbe Problem wie immer, ne? Ja, gut, wobei hier ist jetzt leer. Okay. Ne, hier haben wir es ja. Okay, ne, hier haben wir es anders gemacht. Hier passt's. Aber hier kommt nicht genug Erz an. Das ist das Problem. Hallo? Kommt hier mal ein Zug? Ja, da kommt zwar einer, aber da müssten viel mehr Züge kommen. Das gibt's nicht, warum? Warum kommen hier so wenig Züge? War das der Stahlzug? Ja, tatsächlich. Der ist mir da voll geworden. Okay. Sich echt mal überlegen, warum? Aber jetzt habe ich doch. Ich habe doch vier Eisenzüge oder so, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Eisenzüge. Und die schaffen es nicht. Die schaffen es nicht, hier den Bahnhof hier auszulasten. Moment mal, warum ist denn das jetzt rot, die Entladung? Da ist doch ein Fehler auf der Sache hier. X. X, wenn kleiner ist wie 108. Sag mal, da ist doch ein totaler Fehler auf der Leitung. Nee, das ist der grün, aber das war doch gerade rot. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt ist natürlich gerade kein Zug da. Wenn ich ihn gerade brauche, ich muss es ja jetzt analysieren. Also wir haben ja immer noch kleine Fehler drin. So, jetzt ist er rot. Aber warum? X 6, hä? Och nee, nicht K. Ah, stopp. Och Mann. Die Zahl, ja, das war kein K, das war, ja, 108 ist natürlich schnell erreicht. Och Leute, das war wieder ein hausgemachtes Problem und keiner erzählt mir's. Ah, ich könnte gerade rausschreien. So, dann machen wir auch noch eine kleine Aufrüstung hier am Bahnhof. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Warte mal, wie war denn das hier gerade? Hä? Da hat's doch. Ah ja, genau, hier haben wir Strom. Dann mache ich die Lampen nämlich hier hin. So. Machen wir mal so auseinander ein bisschen, dass man da ein bisschen besser sieht. Die untere Leuchte. Warte mal. Ja. Da können wir den roten Draht benutzen hier. Oder auch einen grünen, das wird eigentlich keine Rolle spielen. Und zwar von dem hier. Jeweils an diesen Eingang. Da machen wir eigentlich von da hier können wir es gleich rüber verknüpfen. Okay. So, du wirst die rote Lampe. Und du wirst die grüne Lampe. Ob die jetzt rechts oder links ist, ist mir jetzt eigentlich total egal.
Farben nutzen, also wenn rot größer wie 0, dann an, wenn das hier größer, wenn grün. So, dann hier rot 1 und hier grün 1, dann ist der Eingang gesetzt schon mal. So, wenn das unter Moment, Parameter, wenn x kleiner ist, genau, kleiner wie 108.000, nee, das sind Millionen, so, 108k, das ist eigentlich schade, dass man kein k so eingeben kann, so, und da, wenn größer oder gleich 108.000, nee, wieder Millionen, schon wieder zu viel, so, dann bitte Signal. Ja, warum macht er das gerade nicht? Farben nutzen. Wenn rotes Signal größer wie... Ja. Ah! Was habe ich da für einen Quatsch gemacht? Moment. Das ist natürlich... Ja, da kommt die Forschung auch mal wieder. Ach, wir bleiben einfach bei Bergbauforschung. So, fertig, aus. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das grüne Lämpchen muss natürlich hier hin. Ja, warum? Ach, Farben nutzen. So, jetzt hat er. Ja, jetzt kommen die Züge hier im Sekundentakt. Jawohl. Jetzt haben wir den Drei-Löwen-Takt hier. So. So muss es sein. Und jetzt haben wir auch eine konstante Erzversorgung hier. So wollen wir das sehen. Trotzdem, so ganz komprimiert wird der ganze Belt hier noch nicht. Das wundert mich eigentlich ein bisschen. Was ist denn hier eingestellt? Ja gut, da ist das okay so. Ja. Warum wird denn der Belt hier nicht richtig komprimiert? Ja, weil hier zu viel abgegriffen wird wahrscheinlich. Haben wir hier irgendwo eine Stauung? Ja gut, wir haben eine Stauung, okay. Jetzt will ich mal sehen, wie weit es sich hier anfüllt, ob da ja überhaupt dann irgendwann mal voll wird, ne? Weil dann würde es sich ja wirklich rechtfertigen. Ah ne, gut, guckt. Das Erz, das wird hier doch ein bisschen, also stabilisiert sich die ganze Sache. Dann können wir eventuell hier unten nochmal mit demselben Bahnhof zwei Eisenschmelzen betreiben. So, das nichtsdestotrotz. Das kommt weg, haben wir gesagt hier. Weg mit dir. Es war schön, solange es währte. So ähnlich irgendwie. Ja, da haben wir auch die großen Masten drin, deswegen bin ich nicht abgerissen. Boah, schaut euch die Flotte an, die hat überkommen hier. So. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom mehr. Und ihr kommt jetzt aber auch weg. So. Okay, dann können wir hier das noch wegnehmen. Da noch weg. Hier müssen wir aufpassen, dass wir hier den Strom nicht kappen. Sonst gibt es da Problemchen. So. Ich ziehe die Fabrik neu auf. Ja, das kann es jetzt aber singen. Das kommt weg. Das kommt weg. Und da. So.
Diese ganze Einspeiserei hier von den grünen Schaltkreisen hier, die fliegt jetzt dann komplett weg. Eventuell können wir hier da total umkrempeln. Die ganze Situation ändern. So. Die Masten hier braucht man eigentlich auch nicht mehr, aber die ganzen Masten hier, die haben jetzt eigentlich keine Bewandtnis mehr, oder? Wo kriegen die ihren Strom her? Okay. Soll mir recht sein, wenn die hier irgendwo ihren Strom hernehmen, dann okay. Was ist denn das hier für ein Blödsinn hier? Braucht es noch jemand? Nee, oder? Kann weg. Wobei ich da gewillt bin, eigentlich das mal anders zu verkabeln hier. So. Ja, wir haben hier noch einen Bahnhof, also so ist es nicht. Sollte das erst nicht reichen, ja, und hier ist auch kein Indikator dran, aber naja. Habe ich jetzt auch vergessen, ist ja eigentlich ein Signal. Ja, hier. Okay, ja. Das typische auf dem Schlauch stehen. Genau, ich wollte ja. Ich wollte hier neue Verkabelung machen. Haben wir ja irgendwo schon den größten Mast stehen? Nee, ne. Nee, na, na, haben wir nicht stehen. Da tut man es einfach hier an der Seite vorbei. Oh, da ist es was. Warte mal, wie ist denn das hier eigentlich? Ah ja, der holt sich von hier den Strom für den Stromschalter. Okay, na gut, dann wollen wir da nicht ins Handwerk pfuschen. Aber dass die hier irgendwie sich verknüpfen, das soll nicht passieren. Sag mal, wo hole ich mir jetzt hier den Mast? Warte mal, das hier unten, das steht eigentlich hier auch auf wackeligen Energiebeinen, wenn man es mal so will. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ja, das funktioniert natürlich wieder fabelhaft hier. Ja, so wie ich es gerade brauche natürlich, passt es mal ja nicht. So, wir machen das jetzt mal hier hin, damit wir hier auch eine Stromversorgung noch zur Sicherheit haben. Und dann können wir von hier ab nämlich Strom runterzapfen hier. So, und zwar, ja gut, wir können mal gucken von hier aus, wie weit wir hochkommen. Warte mal, hä? Warum hat der echt keine Verbindung mit dem? Ach so, weil der außer Konkurrenz steht. Ah ja. Genau, da steht eins zu weit drüben. Soll mir jetzt aber auch egal sein. So. Und dieses Erzgedöns hier, naja, gut, das ist ja noch da. Da machen wir jetzt noch was ganz was anderes. Gut, im Moment wird hier kein Beton gebraucht. Wir machen mal eine Kiste. Da könnten wir sogar eine rote Kiste hinbauen. Oder? Lagerkiste. Nö. Mach eine rote Kiste. So, wie viel braucht der eigentlich für das Erz hier? Eins jeweils. Okay, dann kann der bleiben hier. Wir machen hier einen Stapelarm hin. So, dann kann das hier mal leer werden, hier die ganze Sache. Wir geben da mal ein bisschen Gas auf die Leitung. So. Okay. Dann wäre das, dann haben wir hier genug Platz hier zum Bauen. Der Roboterhangar, wozu ist der eigentlich noch gut? Ah, gut, wahrscheinlich für hier unten. So, hier ist Platz erstmal. So, jetzt wäre es folgendermaßen. Naja, das Problem ist jetzt wieder hier. Weil hier schon der Bahnhof wieder ist. Und hier meinen Schmelzenblock baue, den will ich dann
Ja, eigentlich hier hinbauen, oder? Ah, du müsst da in die andere Richtung gucken. Wir müssten das hier umlenken. Hier lang. Ah, das wird alles noch lustig hier, die ganze Sache, wie ich es vorhab. Weil ich möchte dann eigentlich hergehen und auch hier gleich noch Kupfer schmelzen. Der Wald kann hier eigentlich auch schon mal weg hier. Der steht hier zwar gut, aber den brauche ich ja nimmer. Naja. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier so ein ewig langes Gleis jetzt gemacht habe. Und es sieht auch so wirklich blöd oder wuchert aus. Hier habe ich übrigens kein Signal gesetzt hinterm Bahnhof. Warum auch immer, das ist natürlich ganz blöd, wenn man das nicht hat. Das könnte bisschen Probleme im Netz geben. Da hier das ja auch nicht hier unter grenzt dort hier wieder. Aber im Prinzip könnten wir bis hierher gehen. Und da eigentlich schon einkurven wieder. So. Das ein bisschen abkürzen. Na gut, viel bringt es jetzt zwar nicht, aber schätzt man eigentlich, das ist gut so. So. Wie schaut's denn aus? Signal. Ja. Ja, wir können hier noch ein bisschen weiter reinschränken hier. So vielleicht. Hoppala. Ja, das ist, manchmal geht es ja ratzfatz. Hast du das Schiene-Ding hier wieder abgerissen, was du nicht abreißen möchtest. So, jetzt schauen wir nochmal nach dem Signal. Weil da würden keine zwei Stahlzüge warten und auf Beladung warten. Wir könnten sogar nochmal bisschen in die Kurve gehen. Hier schon. So. Das nennt man Live-Anpassung. So. Gut. Okay. An der Stelle hier würde ich gerne aber ein Suchkettensignal setzen. Ich meine, es ist immer schwierig hier da mit diesen Signalen hier. Das ist so. Das ist jetzt blau und grün und überhaupt. Jetzt ist der Streckenabschnitt hier ja rot und ja. Was mir da allerdings nicht ganz gefällt, wir könnten hier noch ein bisschen mehr einteilen. Das haben wir auch wieder nicht gemacht. Wir brauchen aber noch 1000 Signale erstmal. Wir könnten die Strecke hier noch mal ein bisschen untersegmentieren. Weil sonst kann es wirklich sein, dass wir hier ewig lang rumdüsen hier. Ja, das ist halt mein Manko, dass ich hier oft vergesse, Signale zu setzen. Ausreichend also. Das ist zwar dann gut für wenig Züge, aber wenn man dann mehr hat, dann ist das besser. Also wenn sie so langsam ankommen, dann ist es auch okay. So, da müssen sie nochmal ein bisschen Baumfäller arbeiten. Da ist kein Netzwerk da, deswegen. So, jetzt ist das hier. Ja, leider, wenn man nicht über das Signal, dann sieht man nicht hier, was hier los ist. Moment, ich möchte gerne noch so ein Kettensignal haben. So. Also da sind die eigentlich sehr hilfreich hier für sowas. Das einfach nur noch, um hier nochmal einen Abschnitt hier zu markieren. Ja, jetzt haben wir nämlich einen roten Abschnitt hier noch. Okay, jetzt ist das Signal hier blau. Das bedeutet, hier der Weg ist gesperrt eigentlich und der andere ist noch befahrbar. Genau so ist es okay. So. Und das reicht vollkommen für den Zug. Haben wir eigentlich hier ein Ausfahrtssignal? Haben wir das? Hallo? Nö, echt nicht? Warum habe ich hier kein Ausfahrtssignal gemacht? Weil ich da ein Signal habe? Okay, ja gut. Da habe ich gesagt, naja, der Zug kann aus dem Bahnhof rausfahren.
Es sei denn, ja, es ist ja, wenn hier ein Zug wäre. Dann machen wir hier mal noch so ein Kettenabstandssignal hier hin. So, jawohl. Wenn hier nämlich einer stehen würde, also irgendein anderer Zug meinetwegen, für den Fall der Fälle, bleibt der Zug hier dann auch stehen und wartet. Ja, wie gesagt, ich müsste hier ein Viererbelt hier hinkriegen zum Beispiel. Also ich kann das ja mal hier so andeuten. So. Dann würde hier praktisch, ja, eine Schmiede sein. Jetzt sage ich schon wieder Schmiede. Schmelze. Ja gut, das wird auf jeden Fall anders sein wie all, wie das ja. Ich überlege mir das noch oder wir gucken mal, wie wir es machen am besten. Ja, gut, Leute. Da habe ich wieder einen Strommast gekappt. So. Nee. So. Da, bitteschön. Hast wieder Strom. Ja, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.